Noch kurz ein Disclaimer in eigener Sache: Watchtime ist das Wichtigste für den Wachstum meines Kanals. Wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, checkt einfach gerne die beiden Playlists hier. Könnt ihr anklicken, aufmuten und wiederholen und im Hintergrund durchlaufen lassen. Vielen Dank dafür. Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist heute der 1. August 2021, das bedeutet, ich habe die ersten 4 Wochen RS hinter mir und ich dachte, zu diesem Anlass mache ich mal ein Video über die RS und gebe euch 15 Tipps, die ich mir notiert habe und die ich entweder hätte besser machen sollen oder die mir sehr geholfen haben, und ich erkläre euch auch, was ich Positives aus dem Militärdienst bisher schon mitnehmen konnte. Noch kurz ein Disclaimer: Ich mache ja nichts Politisches auf dem Kanal, das ist so ein Grundsatz von mir, das Ganze bleibt politisch neutral. Ich stehe sehr neutral gegenüber der Armee. Es gibt positive Punkte, es gibt sicher auch Dinge, die man kritisieren kann, aber soll auf keinen Fall irgendwie in eine politische Richtung gehen, dieses Video. Starten wir mal mit ein paar grundlegenden Infos. Und zwar bin ich am Montag, dem 5. Juli 2021 eingerückt und ich war die ersten 2 Wochen war ich Telematiksoldat, das ist mit Funk. Dann habe ich aber nach 2 Wochen meine Funktion gewechselt und bin jetzt seit 2 Wochen Büroordonnanz. Starten wir mal mit den Tipps, die ich euch geben kann. Mir hat es extrem geholfen, dass ich einen Gruppenchat erstellt habe mit Leuten aus meinem engeren Umfeld, und ich schreibe dann immer jeweils rein, was gerade so passiert und so. Wenn mir mal etwas nicht so gefällt, dann kann ich mit denen drüber reden und so weiter, und dann fühlt man sich nicht so alleine. Also das kann ich echt empfehlen, dass man immer in Austausch mit seinen Leuten bleibt, auch wenn das halt nicht in physischer Anwesenheit möglich ist. Wenn es mal irgendwie Probleme gibt oder so, kann man sich auch Tipps holen und kann mit jemandem drüber reden. Dann, was extrem wichtig ist, ist so schnell wie möglich sozial aktiv werden. Weil sozialer Zusammenhalt in der Gruppe ist das Wichtigste, das ist auch das Prinzip der Kameradschaft, das man einhalten muss. Das steht sogar im Militärgesetz, man muss jedem helfen, wenn er in einer Notlage ist. Und da ist es extrem wichtig, dass man sozial gut miteinander klarkommt. Das kann empfehlen, wie wenn man mal mit einem Rekruten oder so etwas zu tun hat, einfach mal ein bisschen Smalltalk anfangen oder einfach mal einen Kommentar zu etwas oder so. Aber einfach sozial aktiv werden und nicht den Ego-Modus gehen. Was auch zu diesem Prinzip der Kameradschaft gehört, ist, man kann ungeniert die anderen Rekruten um Hilfe fragen. I am under the water. Please help me. Weil man manchmal nur 5 Minuten Zeit für etwas hat und man einfach sieht, die Zeit reicht nicht und jemand anders ist aber schon fertig, fragt man den: Ey, kannst du mir das kurz machen? Kannst du mir hier kurz helfen? Dann gibt es keine Probleme, weil man die Zeit nicht einhalten kann. Das ist eben dieses Prinzip der Kameradschaft, dass man ungeniert nach Hilfe fragen kann. Das hatte ich am Anfang auch Mühe, weil ich nicht wollte, dass andere Leute Zeit für mich investieren müssen, aber muss man sich dran gewöhnen und man wird die Notwendigkeit relativ schnell erkennen. Genauso aber ist es auch wichtig, andere Leute zu kritisieren. Wenn man zum Beispiel sieht, dass er einen Fehler an seiner Kleidung hat, es gibt ja gewisse Kleidungsregeln, dann ist es wichtig, ihm das zu sagen. Das ist dann nicht irgendwie unhöflich, sondern das zeigt einfach nur, dass man sich für ihn interessiert. Das ist etwas positiv. Gleichermaßen aber, wenn man selber von anderen kritisiert wird, darf man das auch nicht irgendwie als persönlichen Angriff werten. So, hey, dieser Rekrut interessiert sich dafür, dass ich keine Probleme bekomme, weil ich einen Fehler am Anzug habe. Das fördert auch den sozialen Zusammenhalt. Ein sehr wichtiges Thema ist Schlaf, weil die Arbeitszeit beginnt ungefähr morgens um 20 ab 5 und geht bis abends um 11 Uhr. Da ist es extrem wichtig, dafür zu sorgen, dass man so gut wie möglich schläft. Weil wenn die Nacht nicht gut ist, dann ist der Tag ebenfalls nicht gut, weil man sowieso nur 6 Stunden zum Schlafen hat. Ich würde unbedingt empfehlen, wenn man Probleme damit hat, am Morgen früh aufzustehen, sich unbedingt darauf vorzubereiten. Weil das Schlimmste, was man machen kann, ist den Wecker abstellen und nochmal einzuschlafen. Und dann wird man einfach von den höheren Rängen nachher geweckt und das gibt nur Probleme. Wake the fuck! Es ist extrem wichtig, dass man es schafft, um diese Uhrzeit aufzustehen. Bereitet euch da unbedingt drauf vor. Und auch zum Physischen, man trägt im Militär KS 90, das sind die Kampfstiefel. Und das empfehlen sie einem auch, aber ich kann es euch unbedingt sagen, lauft eure Kampfstiefel ein. Wenn ihr vielleicht keine Lust habt, diese festen, unbiegsamen KS 90 anzuziehen und damit eine Wanderung zu machen in eurer Freizeit, aber macht das unbedingt. Solange man diese mal über eine längere Zeit getragen hat, werden sie extrem weich und richtig bequem. Ich habe jetzt keine Probleme mehr damit und sie gehören zu den mitbequemsten Schuhen, die ich habe.
Es kann manchmal sein, gerade in der allgemeinen Grundausbildung, die man am Anfang hat, dass Übungen sehr repetitiv sind. Das ist auch wichtig, weil man das intuitiv können muss, also sprich irgendwie an der Waffe Übungen machen oder so. Aber das kann halt für manche Menschen wahrscheinlich zu Langeweile führen, weil es eben sehr repetitiv ist. Aber das Problem ist nicht, dass ihr einfach sagt, ja, ich habe keine Motivation dafür, sondern dann seid ihr das Problem, weil man muss wissen, wie man sich für etwas motivieren kann. Also ich nehme zum Beispiel als Motivation bei so Sachen die Mahlzeiten. Weil es ist so, okay, es ist noch eine Stunde bis Mittag, das halte ich jetzt durch. Okay, noch eine halbe Stunde, das schaffe ich. Oder man denkt sich irgendwie so, ja, ich denke jetzt nur mal, mach uns auf jeden Fall Sinn. Eine andere Möglichkeit zur Motivation ist, dass man sich überlegt, welche Übungen einem am meisten Spaß machen und sich dann auf die freut. Mir zum Beispiel macht die Schuh-PD relativ betrachtet ziemlich Spaß, so einfetten und so. Das ist eigentlich auch eine Motivation. Schuh-PD ist etwas, was Spaß macht. Wichtig ist, dass man Motivation findet. Was auch sehr wichtig ist, ist mit Druck klarzukommen bzw. unter Druck zu arbeiten. Man hat immer eine sehr enge Zeitvorgabe, zum Beispiel heißt es, ja, holt das und das im Zimmer, ihr habt 3 Minuten dafür Zeit. Und da muss man einfach unter Druck klarkommen und keine dummen Fehler machen. Da hatte ich am Anfang auch Probleme mit, aber ich habe das dann relativ schnell gelernt und verbessert, mich unter Druck zu konzentrieren. Wenn ihr das noch nicht könnt, dann übt das wirklich. Und wenn ihr mal für etwas kritisiert werdet, dann nehmt das auf keinen Fall persönlich, weil das ist kein persönlicher Angriff. Die Kritik von einem Kader geht nur gegen eure Arbeit. Was ich nur empfehlen kann, ist, sichert euch einen Sympathiebonus bei Kadern. Das macht ihr vor allem durch die strikte Einhaltung von gewissen Regeln. Haltet euch daran und ihr werdet einen Sympathiebonus bei den Kadern haben. Gerade wenn ihr von den Übungen her damit nicht so gut klarkommt oder eher Schwierigkeiten habt, das heißt, wenn ihr nicht durch die Beherrschung des Handwerks punkten könnt, dann immerhin durch den Sympathiebonus. Dann, wichtig ist, ordnet euch unter. Die Kader haben einen höheren Rang, ihr seid unten dran. Versucht auf keinen Fall irgendwie unhöflich zu sein oder irgendwelche Infragestellungen. Was die Kader sagen, ist Befehl. Und das Einzige, was er sagt, ist verstanden oder bei einem Fehler werde ich in der Zukunft beachten, tut mir leid. Keine Rechtfertigung, keine Infragestellung, das ist ganz wichtig. Das zählt auch zum Sympathiebonus, dass ihr euch wirklich unterordnet, diese Hierarchie quasi akzeptiert. Dann, was ich auch empfehlen kann, ist euch immer wieder selber zu hinterfragen, habe ich jetzt alle Regeln eingehalten, habe ich alles bei mir, was ich bei mir haben muss. Wenn ihr das nicht macht, dann werden es früher oder später die Kader merken, wenn ihr irgendwie einen Fehler habt. Immer wenn ich mal kurz Zeit habe, überprüfe ich wieder, ist jetzt bei meinem Anzug alles korrekt oder habe ich irgendwie einen Reißverschluss auf. Weil alles, was ihr selber entdeckt, werden die Kader nicht sehen und es gibt für euch keine Probleme. Und, was auch ganz wichtig ist, in 99% aller Funktionen ist keine Eigeninitiative gefragt. Wenn euch ein Kader sagt, ihr nehmt jetzt an der Waffe den Verschluss raus und legt den neben euch hin. Dann baut ihr nicht die komplette Waffe auseinander, sondern dann nehmt ihr den Verschluss raus und legt den neben euch hin. Ihr macht genau das, was die Kader euch sagen und kein Stück mehr, kein Stück weniger. Dann zu den Skills, die ihr beherrschen solltet. Ihr müsst euer Bett machen können. Ich weiß, es gibt Leute, die das nicht können, aber dann übt das. Sonst müsst ihr Kollegen fragen und da macht ihr vielleicht nicht gerade einen guten Eindruck am ersten Tag bei den Kollegen. Und für den Fall, dass ihr nicht so gut im Auswendiglernen seid, lernt auf jeden Fall schon die Ränge. Es gibt so Symbole für militärische Ränge und die müsst ihr können. Ihr müsst nachher an den Symbolen her erkennen, welche Person welchen Rang hat und sie entsprechend ansprechen. Und ihr habt nur begrenzt Zeit dafür, diese auswendig zu lernen, also lernt diese schon mal. Gut, dann kommen wir jetzt zum Positiven, was ich aus dem Militärdienst mitnehmen konnte. Ich konnte das erste Mal zumindest als Telematik-Soldat wirklich meine physischen Grenzen kennenlernen. Sprich die körperliche Anstrengung, wenn man wirklich 8 Stunden lang irgendwelche Einsatzstellungen einnimmt mit der Waffe oder sonstige körperlich anstrengende Übungen macht. Und aber auch die konstante Übermüdung. Also ich war eine ganz neue Erfahrung für mich. Man wird auch sportlicher, weil es gibt Sportunterricht. Ich habe in den ersten 2 Wochen 1 Kilo abgenommen. Also nur so als Beispiel. Und was dazu kommt, hat eine Phobie von mir verbessern, weil eine Konfrontation damit stattfand. Ich führe jetzt nicht aus, welche Phobie, das ist ehrlich gesagt zu privat, aber ich konnte mich dahingehend verbessern und das finde ich ziemlich cool. Dann, was auch sehr positiv ist, die wenige Freizeit, die man hat, die kann man mit den Kameraden verbringen. Jeder ist genau in der gleichen Situation und das heißt, man kann sich gegenseitig austauschen und so weiter. Was ist deine Meinung dazu? Macht es zu einer sehr wertvollen Zeit. Dann lernt man auch sehr viele Soft Skills, also außerhalb von der allgemeinen Grundausbildung, sprich
Hilfsbereitschaft, Organisation, weil man bekommt sehr viel Material. Man muss genau wissen, wo habe ich was. Pünktlichkeit lernt man, wenn man eben, wie gesagt, immer eine Zeitvorgabe hat. Und das Akzeptieren von Hierarchien, was später im Berufsleben definitiv auch wichtig sein wird. Dann lernt man auch seine eigenen Interessen besser kennen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, jetzt bin ich ja Büroordonnanz und der Job macht mir schon irgendwie Spaß, aber ich merke auch genau, dass ich niemals mein restliches Leben beruflich nur in irgendwelche Sachen sortieren könnte oder so Massenarbeit machen. Dann konnte ich ein paar schlechte Angewohnheiten von mir verbessern, zum Beispiel mein Konsum von Softdrinks ist im Militär extrem reduziert. Ich trinke viel mehr Tee oder Wasser. Klar könnte ich einfach Softdrinks mitnehmen oder die mir im Automaten holen, aber ich kann diese Zeit bewusst nutzen und eben keine Softdrinks mitnehmen und so meinen Konsum verbessern. Und das gleiche gilt für Süßigkeiten. Auch ein Vorteil, man bekommt sehr viel Permat, das ist persönliche Ausrüstung, die man danach behalten darf. Und man wird auch entlohnt. Dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Ich habe jetzt relativ frei gesprochen. Ich hoffe, ich kann das relativ unterhaltsam schneiden. Aber ich hoffe gleichermaßen, dass euch der Informationsgehalt weiterhelfen konnte. Dann bis zum nächsten Video oder Livestream.